Also beim 60-Jährigen ist auch eine runde Zahl und es ist immer gut, wenn wir ein bisschen zurückschauen, wo kommen wir eigentlich her, Standortbestimmung machen und nach vorne schauen. Ich würde einfach gerne mal ein paar Folien zeigen. Nochmal über die Historie, ein paar wenige, dass man auch versteht, wer Baumer ist. Sie kennen uns da als von den Produkten, aber vielleicht ist es so ein Spannungsseher. Wo kommt das her? Gegründet ist die Firma worden von einem Herr Baumer, da kommt da der Name her. Also nicht Vize oder so irgendetwas, das war ein Herr Baumer. Und zwar in dieser Garage unten. Heute ist das Steueramt vom Kanton Thurgau dort drin. Das ist zufällig. Die Familie Baumer, die hat in Frauenfeld schon im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, sorry, eine Firma gehabt, eine Druckerei, eine Formulardruckerei. Das ist auch der Grund, warum die Baumer AG nichts mehr zu tun hat mit uns. Wenn man heute im Internet sucht, baumer.ch, dann landet man auf dieser Druckerei. Historisch mal die gleiche Familie. Und einer von diesen Söhnen, der Herbert, hat gesagt, ich will nicht ins Druckgewerbe, ich gehe an die ETH, will Technik studieren und will meine Firma gründen im Bereich Technik. Und so ist das gegründet worden.